Die Geschichte der drei im Eis eingeschlossenen Wale und der heroischen Bemühungen vieler unerschrockener Helfer, sie zu retten, hat sich heute zugespitzt. Die Wale sind von den Anstrengungen ihres Überlebenskampfes völlig erschöpft. Und das Baby der Familie, liebevoll Bam Bam genannt, ist möglicherweise ernsthaft erkrankt. Hört ihr das? Das ist nicht gut. Klingt wie ein alter Mann. Klingt nach Lungenentzündung. Wo steckt dieses verdammte Boot? Ja, ich bin bereit. Stellen Sie ihn zu mir durch. Ihre Kontrollen. Meine Kontrollen. Ja, hallo, Mr. President. Ja, Sir, es läuft ausgesprochen gut, wirklich gut. Wir machen stetig Fortschritte. Danke, Sir. Ich fühle mich geehrt, Teil einer so bedeutenden Operation zu sein. Ja, Sir. Okay. Auf Wiederhören, Mr. President. Ich habe gerade mit Präsident Reagan gesprochen. Tja, wenn der wüsste, dass wir dieses verdammte Boot erst ganze 20 Fuß weit haben bewegen können. Meine Kontrollen. Ihre Kontrollen. Mit dem heutigen Tag wurde die Rettung der Wale offiziell zur Staatssache. Wir sind alle sehr stolz auf Sie und auf das, was Sie dort oben leisten. Ich lasse Gute Sie Arbeit, Ihre Arbeit Myers. Machen, aber Sie sollen wissen, dass viele Menschen für Sie beten. Doch leider verdüstert sich die Lage der Wale mit jedem neuen Tag immer weiter. Die Wetterbedingungen werden schlechter und eine schlimme Kaltfront könnte ihr Schicksal schon in wenigen Tagen besiegeln. In Nordalaska ist das Eis immer der größte Feind.